Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im Jahre 2024. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard CRF 450R und in diesem Video möchte ich euch diesen mal genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell unter Neueste Mods oder in der Kategorie Autos. Der Autor von dem Mod heißt hier Farm Centro Sul und die Modgröße liegt jetzt ca. bei 12,29 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr den Mod zum ersten Mal auf der Konsole kauft, kostet euch dieser ca. 10 Slots. Wenn ihr diese oben nochmal den Mod kaufen tut, kostet euch dieser dann nur einen Slot. Das Ganze ist zu finden unter Mods und DLCs. Und hier haben wir schon den Lizard CRF 450R. Der kommt Standard daher mit 59 PS, manuelles Getriebe, kann ca. 6 Liter Kraftstoff laden und fährt ca. 100 km/h. Aktuell der Preis liegt hier bei ca. 17.500 Euro in der Standardversion. In der Konfiguration habt ihr hier zum Beispiel Weber, hier zum Beispiel den Lenkerschaum mit Nein, Design 1, Design 2, dann haben wir hier noch Design 3, Design 4, Design 5 oder halt auch Design 6 oder wieder Nein. Dann haben wir aktuell noch Weber den Auspuff, Design 1, Design 2 oder halt Design 3. Oder halt wieder Design 1. Aktuell sind hier noch die Handprotektor Weber, aktuell mit Nein. Dann haben wir hier Design 1 oder halt Design 2 oder halt Nein. Wir wählen jetzt im Prinzip mal alle aus, egal mit welcher Designart, um zu schauen, ob diese auch eine Farbwahl haben. Wir fangen aktuell hier mit der Narbenfarbe an. Die ist hier aktuell in Silbermetallic. Ihr könnt euch natürlich hier mit der Farbwahl komplett austoben. Da gibt es sehr viel zu wählen. Hier können wir zum Beispiel jetzt mal Rotmetallic nehmen oder zum Beispiel hier Lemkenblau. Dann kommen wir hier zu der Hauptfarbe. Da haben wir hier auch sehr viele zu wählen und die man halt hier auswählen können. Hier zum Beispiel hier in Silbermetallic oder halt auch hier in Lemkenblau. Geht natürlich auch in allen anderen Farben. Dann haben wir hier noch sekundäre Farbe. Da können wir hier noch auch alles wählen in der Farbwahl. Von zum Beispiel hier Teberot zum Beispiel. Auch hier auf Lemkenblau. Und Farbe der Aufhängung. Nur dass wir jetzt diese goldenen Aufhängungsteile hier. Können wir hier aktuell auch in allen Farben wählen. Von zum Beispiel golden auf perlweiß oder halt auch in rot. Dann kommen wir hier zu den Handprotektorfarbe. Aktuell auch hier wählbar in allen Farben. Ne? Von zum Beispiel rot auf perlweiß oder halt hier in Lemkenblau. Halt passend zu dem Blau. Die können zum Beispiel auch noch die Farbe der Aufhängung auch in blau machen. Dann haben wir hier soweit alles in blau. Dann passt halt von der Farbe auch gut dazu. Und die Felgenfarbe können wir hier auch in allen Farben machen. Silbermetallic, Lemkenblau, schwarzes Chrom. Sieht auch sehr schick aus. Oder halt auch zum Beispiel hier schwarzmetallic. Geht natürlich auch. Dann kostet euch dieser Mod hier in dieser Konfiguration ca. 18.100 Euro. Ich habe hier mal ein paar hingestellt in verschiedenen Farbvarianten, einmal in der Standardversion und einmal hier in blau-golden gehalten oder halt in schwarz-blau-golden gehalten. Ne? Und da kann man sich jetzt einfach drauf hocken und losfahren. Dann machen wir es einfach mal. Ich steige ins Fahrzeug ein. Wir haben hier kein Licht. Ne? Hupe haben wir am Start. Und dann werden wir mal auf jeden Fall den Motor starten. Dann können wir hier auf jeden Fall fahren. Ne?
Ihr müsst natürlich darauf achten, der reagiert sehr schnell, ne? Und je schneller ihr fahren tut, desto schneller müsst ihr halt auch lenken, weil der hier auch gerne sehr, sehr weit einlenken tut. Ist auf jeden Fall auch mal ein interessanter Mod wieder, ne? Falls man jetzt die Karte mal beobachten möchte. Jetzt steigen wir mal ab, auch gucken, ob der auch stehen bleibt dann, ne? Ja, er bleibt auch stehen, automatisch wird der Fuß ausgefahren, ne? Und können wir den auf jeden Fall gut benutzen. Wie gesagt, das Ganze ist halt Geschmackssache, ne? Der eine sagt, oh cool, sehr nice, der andere sagt, nicht mein Fall, ne? Aber ich wiederum versuche ich euch jeden Mod vorzustellen, den es halt im Mod-Hub gibt, damit ihr im Prinzip immer alle Einblicke davon bekommen könnt. Dann sind wir leider schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Ihr könnt mich doch gerne mal auf Twitch noch besuchen oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Da bin ich natürlich auch dabei. Und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.